So, wie komme ich denn da bitte schön hin? Ich schätze mal übers Meer. Wahrscheinlich muss ich mir das Boot hier schnappen am Quai und dann muss ich hier wahrscheinlich rüberjuckeln irgendwie. Weil ansonsten wüsste ich nicht, wie man da hinkommen sollte. War das auf jeden Fall ein hoher Bergkamm? Ob es hier einen Ausgang gibt irgendwo? Ich wage das zu bezweifeln. Was ist das? Sieht alles super steil aus. Eine Verzierung. Ich habe sie eingraviert. Ich kann aber mal versuchen. Ein und schmiede sie noch mal. Ein Schwert soll scharf sein. Gucken, ob ich da was hinkriege. Aber das klappt auch irgendwie. Aber nee, dann klappt alles nicht. Muss ich einen anderen Weg finden, um dahin zu kommen. Na gut, okay. So, Quests. Wie sieht es dann aus bei den Quests? So, wir haben die Lieblinge der Götter. Das können wir machen. Fliegenden Fäuste ist Level 30. Die gehen noch nicht. Ich bin gerade mal Stufe 23. Die kannst du vergessen. So, Schatz suchen. Den kann ich irgendwie nicht vernünftig beenden. Das funktioniert nicht. Warum auch immer. Nach Kermolen komme ich noch nicht. Das Level 26, die würde ich auch noch hier unbedingt so gerne machen. Dann haben wir hier aufs Gellige Phantom von Eldberg. Das sieht auch mal ganz gut aus. Verbisste Bergleute 27, kann ich auch noch nicht machen. Habe ich angefangen. Aber ich bin jetzt bei diesem Wummerwumm, bei diesem Troll. Und den kann ich nicht töten. Der ist mir noch ein bisschen zu heavy. So, dann haben wir den Auftrag Drache von Skellige, ist auch noch zu heftig. Dann würde ich sagen, Phantom von Eldberg. Sprich mit Jorund von Arinbjorn über den Auftrag. Ist eine ganze Ecke weg. Dann stimmt das Gerede über den Eisberg. Was? Schön die Klappe halten. Morgen hat meine kleine Norgon Geburtstag. Ja, Glückwunsch! Ich weiß nicht, was ich ihr schenken soll. Oh. Vielleicht eine schön verzierte Axt? Eine Axt? Im Ernst? Warum denn nicht? Ich würde mich freuen. Okay. Halt dich an die Regeln, Rumtreiber. Das Kind ist gerade mal 6 Jahre alt. Ein Kind von 6 schenkt man doch keine Axt. Alter, wo ist das Ganze? Ach, da unten in Arinbjorn. Hier ist das. So, wir machen mal schnell Reise nach Arinbjorn. Wusch. Kommen. Wupp. Da sind wir. Speichern! Speichern! Na endlich. So, einmal kurz ans Scharwarze Brett. Bei mir gibt's den besten Met von Arnskellig. Vielleicht sogar den besten der ganzen Welt. Rugger. Ich suche einen klugen, kleinen, klugen Jungen mit einer Gabe für Holzarbeiten. Arbeit ist hart, aber gut bezahlt. Cutie. Du hast ein Auge auf meine geliebte Hilde geworfen? Dann werfe ich bald meine Axt auf dein Auge, Bomor. Meine Harpune ist beim Walfang kaputt gegangen. Ich brauche eine neue. Sie muss von höchster Quali sein. Betrüger bezahlen mit ihrem Blut, Knut. Wer bis hierhin gekommen ist, der kann offenbar lesen und soll bitte weiterlesen. Auf Eldberg ist eine Erscheinung aufgetaucht, die ganze Insel in Nebel hüllt und das Licht im Leuchtturm hat verlöschen lassen. Wer Angst hat, den Gegengeister zu kämpfen, der halte sich fern von Eldberg, da er nicht zu Gold oder Ruhm, sondern nur zu Tode kommen wird. Wer aber solchen Phantomen schon entgegengetreten ist, der soll wissen, dass ich, Jorund von Arinbjorn, ihm mein eigenes Gold zahlen werde, wenn er den Geist vom Territorium unseres Clans vertreibt. Alles klar. Monster auf der Hauptstraße. Moin. Sieh an, was das Meer da anspült. Na, man ist so du, frech. Zu welchem Clan gehörst du? Zu keinem. Bin vom Festland. In dieser Taverne trinken nur Krieger von Skellige. Ich
Ich bin vom Clan der Backenfutterianer. Tritt mir auf die Füße und du lernst uns kennen. Warum seid ihr denn dann hier? Ihr seht nicht wie Krieger aus, eher wie Schäfer. Jeder Skelliger ist ein Krieger. Sogar die, die im Schafstall zur Welt kommen. Aber das verstehst du wohl nicht. Auf dem Festland sind ja alle Männer Trallen, buckeln vor ihren Herren und betteln wie Köter um Brotkrümel. Wow. Wer einem Reisenden die Unterkunft verwehrt, bringt Schande über sich und seinen Clan. Haben eure Väter euch gar nichts gelehrt? Red du nicht von meinem Vater, Jorund, sonst stopfe ich dir den Hals. Und du, Fremder, merkt ihr, dies ist nicht Ker Trolde und wir sind nicht die Ankret. Hier sind Gäste nicht willkommen. Wow. Really? Du selbst hast also nichts gegen Reisende? Ich hab was gegen Dummköpfe, egal wo sie herkommen. Geralt von Riva, Hexer. Jorund, Sohn von Siegwald. Ah. Wenn du niemanden zum Trinken hast, setz dich doch zu mir. Teilen wir Met und Geschichten. Das ist doch mal eine geile Einladung. Setz dich zu mir, wir teilen Met und Geschichten. Das gefällt mir. Wer ist das? Geht dich einen Scheißdreck an. Aber erstmal kurz hier. Hey, Herr Wirt. Na, ja. Was denn? Hast du was zu trinken? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Nur Delikatessen. Das hoffe ich doch. Aber mal. Ein Vagabund vom Kontinent wird es sicher nicht zu schätzen wissen. Vagabund, aber ihr seid alle nicht mehr ganz dicht, Leute. Seid mal nicht so frech. Das ist ziemlich krass, was ihr da von euch gebt. Na, verwesendes Fleisch willst du nicht haben? Na gut, dann nicht. So, einsame Weltreiseführer brauchen wir auch nicht. Okay. Dann verpiss dich. Leb wohl. Ja. Und danke für die ausgezeichnete Bedienung. Ja, fick dich. Genau. Sieh dich vor den Banditen im Hochland vor. So, ich muss aber ganz kurz eben hier in die Bücherei gucken. Hier haben wir noch was Ungelesenes, ein Geleitbrief. Kann ich noch nicht mal reingucken, na super. So, nach der Entdeckung von Symbolen der Bärenschule der Hexer in den Ruinen der Burg Tuyasach beauftragte Professor Atimstein mich mit der Erstellung einer Karte wie der von A. Kermit, auf der die verschiedenen Fundorte solcher Symbole im Archipel verzeichnet sind. Professor Atimstein lag mit seinem Verdacht natürlich richtig. Ich fand rasch weitere Orte und markierte sie auf der Karte. Ibrahim Sawi, Assistent der Naturgeschichte an der Akademie von Ochsenfurt. Nach Professor Atimsteins Einführung studierte ich die Spuren der Anwesenheit von Hexern der Bärenschule. Ich entdeckte ihr Bärensymbol an immer mehr Orten. Jeden davon habe ich auf dieser Karte verzeichnet. Ich stelle etwas Beunruhigendes fest. Ein gewisser seltsamer Herr verfolgt mich seit einiger Zeit. Er übernachtet in den gleichen Herbergen wie ich. Er folgt mir wie ein Schatten. Ich habe beschlossen, umgehend zum Ausgangspunkt meiner Suche zurückzukehren. Zu den Ruinen der Burg Tuyasach. Tuyasach? Keine Ahnung. Und dort die anderen Expeditionsmitglieder zu treffen. Gleicher Ibrahim Sawi. Ich habe mich unverzüglich auf den Weg zu den Ruinen der Burg Tunisa gemacht, wo wir unsere Studien begonnen haben. Auf der Reise bin ich auf weitere Bärensymbole gestoßen und habe sie auf der Karte verzeichnet. In zittriger Handschrift verfasst, er verfolgt mich immer noch. Karte ist beschädigt und blutbefleckt. Die markierten Orte sind schwierig zu erkennen und nur ein Teil des Textes ist leserlich. In den Ruinen von Burg Tuyasach haben wir die ersten Symbole gefunden. Dort werde ich sicher sein. Blutflecken. Ja, Geralt? Diese beiden Typen, die Nervigen, wer waren die? Kori und Kraki machen immer nur Ärger. Genau wie ihr Vater Leif. Ist er irgendwie interessant? Kommt drauf an. Wenn du Lügner und Feiglinge für interessant hältst, dann sehr. Ich mache nicht oft so ein Spektakel. Du hast sicher selten Gäste vom Festland. Das stimmt. Wenn Redania oder Temeria den Mumm haben, nach Skellige zu kommen, gehen sie meist auf Ker Trolde an Land.
Da ist der Hafen gut und es gibt viele Händler. Und der Jarl ist barmherziger mit den Festländern. Ich habe die Nachricht gelesen. War sehr knapp. Kannst du mehr erzählen? Über die Bestie? Es ist ein Geist, glaube ich. Oder irgendein anderer Albtraum. Sucht Eldbergheim, beim Leuchtturm. Ach, es fing alles ganz harmlos an. Eines Nachts blieb der Leuchtturm dunkel. Ohne sein Licht kommen die Schiffe nicht sicher nach Arinbjörn. Also haben wir zwei Männer losgeschickt, um nachzusehen. Lass mich raten. Sie sind nicht zurückgekommen. Stimmt. Mikjal, der Leuchtturmwärter, war auch verschwunden. Ich stellte einen Suchtrupp zusammen und segelte los. Als wir uns der Insel näherten, riss ich das Ruder herum und drehte um. Ich hatte am Ufer eine Erscheinung gesehen. Du hältst mich bestimmt für einen Feigling, aber Stahl hätte nichts genutzt. Das habe ich gespürt. Mir fiel nur noch ein, im Dorf Geld für eine Belohnung zu sammeln. Hilf uns. Dann gehört es dir. Ich mag dich, Jorun. Aber Geschäft ist Geschäft. Das reicht nicht. Also müssen wir einen kleinen Bonus drauflegen. So, maximal 122. Dann versuchen wir mal 65. Ich kann noch etwas drauflegen, aber bestimmt nicht so viel. Dann machen wir einen Bonus von 55. Wunderbar, ja. So machen wir es. Die Hand darauf. Dann nehme ich doch gerne den Auftrag an. Gut, mal sehen, was ich tun kann. Danke, Geralt. Du bist ein feiner Kerl, natürlich. Muss ich schon sagen. Selbstverständlich. Ich bin der Beste. So, das Auftrag, das Phantom von Eldberg. Erkunde die Insel Eldberg und finde Mikjal, den Leuchtturmwärter. Ein Nordling? Ja. Dass ich immer meine Hexersinne schweifen lassen muss. Immer wieder. So, wir brauchen einen fahrbaren, reitbaren Untersatz. Zum Beispiel eine Plötze. Plötze Plätzman. So. Kantapa, Kantapa, den Berg hinauf. So, mal schauen, wie ich hier runterkomme, ob ich überhaupt hier runterkomme. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Ja, wohin willst du mich denn jetzt führen, Alter? Gib mir doch mal eine Anleitung. Ich gucke mir da oben rechts gerade die Minimap an, die weißen Punkte, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, wo der mich hier gerade lang führen will. Ist leicht verwirrend. Ich folge mal einfach diesem Weg hier. Mal gucken. Kann so schlecht nicht sein. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ach, herrje. Thank you.
Na komm her. Na komm. Na komm. Halleluja. Das war gerade ein bisschen heftig. Und ein paar Blümchen pflücken auch noch. So. Wunderbar. So, wo muss ich denn hin überhaupt? Ich muss da drüben irgendwo hin, ne? Ach, da muss ich hin, okay. Okay, aber hier haben wir ein Bötchen liegen, dann können wir ja schnappen, ne? Das heißt, wir juckeln mal hier runter zum Strand und dann nehmen wir einfach mal das Bötchen, was da hinten rumliegt. So machen wir das. Jo. So wird ein Schuh draus. An die Pinne! Und raus aufs Meer! Das Schiff macht krumm und Wasser geht über den Zaun. Jo, ho, ne Buddel voll rum. Überall die alten Bötchen rumfliegen. Alter Falter. So. So, 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 wo muss ich denn hin? Ich glaube hier irgendwo. Da oben ist der Leuchtturm. Na, ich schätze mal, hier sind wir schon ganz gut. Hier sind wir schon ganz gut. Na komm. Komm, komm, komm. So. Ich hoffe, dass ich da drüben hochkomme. Könnte eventuell klappen. Das ist kein gewöhnlicher Nebel. Nee, ne? Dann sollte man auf jeden Fall schon mal das Messer gezückt halten. Und immer die Minimap im Auge behalten. Und da oben, da gehen sie schon. Da kommen schon unsere Gegner. So, irgendwas Geisteriges, also brauchen wir irgendwie ein Geisteröl. Ne? Vampiröl, überlegenes Geisteröl. Gewöhnlicher Geist. Dann einfach zu töten würde nichts ändern. Okay. Das hat schon mal funktioniert. Lieber mal speichern zwischendurch. Oh, Blümchen. Huch, will ich denn hier? Hatte fast die Deckung erreicht, aber nur fast. Natürlich ärgerlich sowas, ne? Na komm. Hallo, anzünden da. Na also. Hier drüben bitte auch mal anzünden. So ist gut. So, hier mal ein Auge reinschmeißen. Oh, Wasserflasche, prima. Zwergenschnaps auch prima. Wir klopfen. Hey, ist da jemand? Mach mal auf die Tür! Wie kommst du denn her? Was denkst du? Das ist eine Insel. Bist du Mikjal, der Leuchtturmwärter? Jorund aus Arinbjorn hat mich geschickt. Wo kommen denn diese ganzen Geister her? Zuletzt habe ich sowas bei Wergen gesehen als... Aus dem Nichts! Einfach so! Das Feuer ging aus und der Wind legte sich plötzlich. So fing es an.
Ich kam her, um Öl zu holen, ging vors Haus, sah nach oben, sah den Nebel und da tauchten die Geister auf. Sie stürzten sich auf mich. Bin zurück ins Haus, hab die Tür verriegelt und dann hab ich's gehört. Jemand hat meinen Namen geflüstert. Mikjal, Mikjal. Ich sah hinaus. Da war diese große Gestalt. Von ihr ging so viel Kälte aus, dass die Fenster vereist sind. Diese große Erscheinung, erzähl mir darüber. Sie schien intelligenter zu sein als die anderen. Als wüsste sie alles. Ich war keine große Hilfe, oder? Ich hab sie nur einmal gesehen. Danach ist sie verschwunden. Diese Geister sind nicht ohne Grund erschienen. Etwas hat sie hergelockt. Weißt du was? Keine Ahnung. Hier gibt's nichts. Den Leuchtturm, meine Hütte, sonst nur Felsen. Sogar die Ertrunkenen wissen, dass es auf Eldberg nichts zu holen gibt. Seltsam. Ich muss mich umsehen. Hier, das ist der Schlüssel für den Leuchtturm. Das ist falls gut. Du einen Blick reinwerfen willst oder vor etwas fliehen musst. Ich flüchte nicht. Hui! Das war ja gerade mal eine interessante Gehweise. How to walk silly. Da fliegen wieder zwei lang, das sehe ich jetzt schon. Gerade ein bisschen schmerzhafter. Die waren nicht ohne gerade. Libreches, wunderschönen guten Abend, Herr. Ich grüße dich. Danke fürs Einschalten, Mann. Wie geil die Tat. Was treibst du? Gar nicht am Zocken heute. Nicht am Trägern. Mann. Mach's dir gemütlich. Oh, was ist das? Symbole einer Bindung. Manifestationen bösen Willens. Fokussiert, konzentriert. Es ist also ein Fluch. Ein Fluch, der die Geister hier hält. Okay. Ein Büßer? Wie gut, dass er mir nicht erschienen ist. In dem Nebel und der Dunkelheit kann ich ihn nicht töten. Das Leuchtfeuer muss brennen. Okay. Wenn Mikja der Verfluchte ist, bindet der Fluch ihn an diesen Ort. Nur er kann das Feuer entfachen, das den Fluch bricht. Zehn Stunden live. Alter Schwede. Da hat jemand Sitzfleisch bewiesen, wa? Ja, schick. Bist jetzt durch oder... Kommt da noch was heute? So, wir gehen mal kurz zu Mikjal und sprechen mit ihm über den Büßer. Ja, Mikjal, dann erzähl mal. Puh. Ach, du bist. Ja, ich bin's. Hast du was rausgefunden? Oh, vielleicht. Die Insel wird von einem Büßer heimgesucht. Er bestraft den Schuldigen für seine Verbrechen, seine Taten. Aber ich bin der Einzige, der hier lebt. Ja, dann und ich habe niemandem was getan. Keiner Sterbensseele. Darüber reden wir später. Jetzt aber brauche ich deine Hilfe. Aber warum? Ich bin kein Krieger. Dachte ich mir. Aber ein Fluch liegt auf dir und diesem Ort. Den kannst nur du brechen. Du musst nur das Feuer im Leuchtturm anzünden. Der Büßer ist unbezwingbar, solange die Insel im Dunkeln liegt. Ich kann nicht rausgehen. Er würde mich umbringen. Das spüre ich. Vielleicht könntest du. Ich begleite dich. Keine Ausreden. Hol dir das Öl, dann gehen wir. Bevor ich meine Meinung ändere. Wie, du bist jetzt gerade im Stream? Und kommst rüber zu mir und sagst da. Hallo. Du bist ja geil. Das ist der.
Alter. Ich sehe ihn. Ja, sei schick. Still und zünde das Feuer an. Vergiss nicht, wenn du versagst, tötet der Büßer erst mich und dann dich. Beeil dich! Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Nein, wirst du mich wohl... Licht, endlich. Jetzt können wir es zu Ende bringen. So, die Trophäe vom Büßer. Eine Aschenrune und eine Geistertrophäe. Da kommt sie. Hat es funktioniert? Hat er. Trotzdem weiß ich immer noch nicht, warum der Büßer herkam. Du solltest lieber vorsichtig sein. Ich würde dir gerne mit Worten und Gold danken. Aber meine Geldbörse ist leer. Das Gefühl kenne ich. Mach's gut. Das war ja so klar. Ja, wunderbar. Dann haben wir hier ein bisschen was abgerissen, das ist schon mal geil. Das heißt, wir können jetzt hier die Schnellreise benutzen, die Schnellreise von Mikal. Und juckeln einmal rüber wieder nach Arinbjorn, reden noch mal ganz kurz mit Jorund. Oh, diese Musik ist einfach...